Ich habe einfach bis jetzt den ganzen Tag nur Kaffee und so einen komischen Energy-Drink getrunken und ich habe die Kopfschmerzen meines Lebens und wundere mich darüber. Ich bin einfach ein bisschen dumm. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's, wie gesagt, nicht so gut. Ich ändere aber auch nichts daran, indem ich einfach mal ein Glas Wasser trinken würde. Nein, ich denke mir so, hier sind ja Eiswürfel drin. Das muss ja reichen, oder? Naja. Ich habe heute ein richtig cooles Video für euch. Ich freue mich so sehr darauf. Und zwar geht es um, ich kann es gar nicht so richtig sagen, es ist irgendwie so eine Mischung aus TikTok-Food und TikTok-Food-Gadgets. Und wir wissen, sobald das Wort TikTok und Food in meinem Titel ist, wird es ein gutes Video. Heute gibt es ausnahmsweise mal keine TikTok-Rezepte, sondern ich kriege so krank viele Food-related Videos auf TikTok angezeigt. Und da sind auch super viele weirde Gadgets bei, die voll im Hype sind, die ich als Werbung die ganze Zeit geschaltet bekomme. Ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Ihr habt safe all diese Sachen auch schon mal gesehen und ich bin so excited, weil heute geht es richtig viel um frittierte Kartoffeln. Wir starten mit etwas, was ich jetzt so oft als Werbung bei TikTok angezeigt bekommen habe. Ich kann euch die Werbung hier auch mal einblenden, falls ich sie noch finde. Das hier ist ein, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, Crea Chips. Ich verstehe nicht, was das für ein Wortspiel sein soll. Kreative Chips oder Kreation Chips? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen komisch. Aber darum geht es ja nicht, sondern um den Inhalt. Und zwar ist das so ein Teil. Sieht erstmal aus wie so ein seltsamer Sieb. Das finde ich ein süßes Design. Dieses Teil hier kommt mit einer, was ist das? Reibe? Schaber? Einem Schaber und diesem Ding hier. Und damit soll man super easy in der Mikrowelle Chips machen können. Das Wort Mikrowelle und Chips passt einfach so absolut null zusammen. Und deswegen kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass dieser Chipsmaker keine wabbeligen, sondern wirklich crunchige Chips machen soll. Da wir uns aber natürlich nicht auf meine negative Vorstellungskraft beziehen wollen, werde ich das jetzt austesten. Und ich hole jetzt mal meinen Sack Kartoffeln, den habe ich nämlich vergessen. Ich bin wieder da und ich habe meinen Sack Kartoffeln. Aua! Scheiße, ich habe mich richtig gerade geschnitten. Nee, nicht geschnitten, gekratzt. Eigentlich habe ich mich nur gekratzt. Das mit dem Geschnitten war ein bisschen überdramatisch. Eigentlich müsste ich diese Kartoffel jetzt noch schälen, aber da die original regional sind, glaube ich, ist es gar nicht nötig. Ich werde die jetzt einfach schaben. Ah, und ich muss meine oberste Perspektive noch anmachen, Leute, damit ihr das Full Experience bekommt. Hallo, jetzt habt ihr hier oben auch Full Experience. Okay, die Perspektive will, glaube ich, keiner von mir haben. Okay, die Kartoffeln werde ich jetzt einfach erstmal schaben. Irgendwie sind die Scheiben ziemlich dick, die da rauskommen. Das wären richtige Thick Potatoes. Kann man das sehen? Die sind echt dick. Wir wollen ja optimistisch bleiben. Oh Gott, ich habe richtig Angst um meine Finger. Aber dafür ist ja dieses Teil da. Habe ich schon wieder vergessen. Okay, das Teil ist richtig scheiße. Nee, das Teil ist nicht gut. Ich muss wohl weiter um meine Finger bangen. Das Ding ist, dieses Teil hier müsste man ja auch gar nicht benutzen. Wenn ihr selbst so einen Schaber habt, der dünner ist, dann wäre das vielleicht die bessere Option. Aber gut, wer weiß, vielleicht sind diese Chips ja absichtlich super dick und vielleicht ist es ja mega geil. Jetzt kommt es hier langsam wirklich in die gefährliche Zone, was meine Hände angeht. Aber ich ziehe durch. Jetzt habe ich hier Chipsscheiben. Hier steht jetzt halt auch nicht, dass man die Chips irgendwie vorher abwaschen soll oder sowas. Ich kenne das so, dass man Chips vorher ins Wasser legt, damit die dann irgendwie ihre Stärke so ein bisschen verlieren. Aber mir sagt das hier keiner. Dementsprechend lasse ich das jetzt auch einfach. Ehrlich gesagt bin ich auch einfach nur zu faul, das zu tun. Ich lege die jetzt mal alle da so rein. Ich glaube, das funktioniert so. Also zumindest habe ich das in der TikTok-Werbung so gesehen. Die hat auch keiner vorher gewürzt oder irgendwie Öl dran gemacht oder so, sondern einfach nur so, wie sie sind, da reingetan. Hier ist auch keine Anleitung. Pour carotte, pomme de terre, pomme et pois. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was ist ein pois? Also ich weiß, das ist Karotten, Kartoffel, Apfel und pois. Was ist ein pois? Okay, wir haben jetzt hier eine Kartoffel drin, aber das sieht hässlich aus. Ich will das komplett durch, deswegen mache ich jetzt noch eine zweite Kartoffel. Okay, mein Chips-Herzring ist ausgefüllt und wir gehen jetzt, würde ich sagen, mal zur Mikrowelle. Herzlich willkommen bei meiner Mikrowelle. Hier steht, dass es 3 Minuten bei 800 Watt dauert. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich werde es mal auf 3 Minuten einstellen. Das kommt jetzt hier rein. Meine Mikrowelle hat 900 Watt. Ich mache es jetzt trotzdem auf 3 Minuten. Seid ihr bereit? Fertig sind die nicht, aber die sind auf jeden Fall voll weich geworden. Also sie sind auf jeden Fall schon mal gekocht, halb gekocht. Ich lasse sie immer noch länger da drin. Nochmal 3 Minuten. 3 weitere Minuten sind vorbei. Oh, also es wird auf jeden Fall immer trockener und knuspriger. Ich glaube, ich mache einfach nochmal 3 Minuten. Wer weiß. Okay, jetzt sind 9 Minuten vorbei und wenn das jetzt nichts geworden ist, dann nenne ich das Projekt gescheitert. Oha! Hä? Krass geil! Seht ihr das? Das sind braune Chips. Ich würde sagen, ich mache einmal mal den Crunch-Test. Nicht den Geschmackstest, weil da ist nichts dran. Hä? Wie geil! Das ist richtig gut geworden. Es hat 3-mal so lange gebraucht wie gedacht, aber es schmeckt sogar ohne alles gerade. Probier mal. Und?
Krass, oder? Alter, sehr geil. Das ist richtig gut. Ist halt ein bisschen jetzt wie aus dem Ofen, theoretisch, 9 Minuten. Das ist viel besser als aus dem Ofen. Bestimmt. Matthias meinte vorhin, dass es das gleiche ist, wie wenn ich es jetzt einfach im Ofen machen würde, wenn es 9 Minuten dauert. Aber ich glaube nicht, Mikrowelle it is. It's amazing, okay? It is. Thank you. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag, weil ich gestern einfach keinen Bock und keine Zeit mehr hatte, weiterzumachen. Aber ich war richtig impressed von diesen Chips. Ich habe einfach noch eine Ladung gemacht, sie zu meiner Familie gebracht. Alle mussten probieren und alle fanden es, bis auf Jana, geil. Aber ich glaube, Jana fand einfach nur meine Würzung nicht gut. Naja, da uns das alles so überzeugt hat gestern, werde ich jetzt beim Thema Kartoffeln bleiben. Und zwar habe ich ebenfalls das hier auf TikTok gesehen. Beziehungsweise es ist eigentlich nichts Besonderes, aber ich habe es halt da gesehen und deswegen kommt es jetzt in dieses Video. Es ist was Besonderes. Es ist ultra geil. Das habe ich früher immer im Urlaub gegessen. Es gibt es mittlerweile auch auf jeder Kirmes oder Rummel oder wie auch immer ihr das nennt. Und zwar sind das so Spiralkartoffelmaker. Das wird niemals funktionieren. Das ist nicht mal scharf. Das sind diese Teile hier, also diese Spiralkartoffeln, die einfach geil sind, okay? Und ich möchte das zu Hause auch machen können. Und deswegen werden wir das jetzt mit diesem Teil hier probieren. Ich habe meine Kartoffeln immer noch am Start. Ich habe bei Amazon keine richtige Beschreibung gefunden, wie man das jetzt macht. Aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Das hier sind jetzt wohl alle Gerätschaften, die man dafür braucht, um die Kartoffel hier zu spiralisieren. Ich mache das jetzt einfach erstmal hier drauf. Das Ding ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt, weil das hier ist absolut kein Messer. Guckt, wie ich da drüber gehen kann. Mein Daumen ist noch ganz. Kein Schnitt. Und eine Kartoffel ist nicht so leicht zu bändigen, würde ich ja jetzt mal behaupten. Nun ja, ich stecke das mal hier rein. Schön schief. Kommt auch schön schief raus. Super, Julia. Das wird sowas von schief. Ich merke es jetzt schon. Okay, so, und jetzt kommt das hier so dran. Hä, das sieht irgendwie falsch aus. Ich gucke nochmal bei Amazon. Hab's gefunden! Wir können jetzt mal zusammen gucken. Das ist schon mal falsch gewesen. Sehr gut gemacht. Ah. Hä, was ist das denn? Ich hab's komplett falsch rum gemacht. Natürlich. Andersrum. Boah, jetzt muss die Kartoffel wieder rein. So. Und jetzt muss das so da reingestopft werden. Okay, das suppt übertrieben. Jetzt ist das da drin und jetzt muss das angeblich ganz einfach funktionieren. Okay, Leute, ich glaube, es funktioniert. Hä? Krass. Alter, es funktioniert richtig gut. Aber hier unten ist jetzt so ein krasses Loch, das wird niemals da feststecken bleiben. Naja, darum kümmere ich mich gleich. Aber das hier funktioniert erstmal krass. Ich hätte es nicht gedacht. Das ist so unscharf gewesen. Das heißt stumpf. Boah, ist das easy. Ich mache auch einen Stand auf der Kirmes auf. Okay, nevermind, langsam wird es doch ein bisschen schwer. Oh mein Gott, Leben am Limit. Hallo. Hä, wie machen die das hier? Okay, ich schaff's nicht. Egal. Gar nicht mal so einfach. Hauptsache, ich habe gerade die ganze Zeit gesagt, wie einfach es ist. Also so richtig eng da dran ist es jetzt nicht. Das wackelt eher alles so rum. Soll das so sein? Warum tut es das? Okay, ich glaube, hier ist jetzt Ende. Jetzt habe ich hier ein Stück Kartoffel dranhängen und eine zwar spiralisierte Kartoffel, aber die bleibt halt nicht da so spiralisiert einfach dran. Die hängt da jetzt halt so. Versuch das mal woanders durchzustecken. Vielleicht macht das Sinn. Vermutlich nicht. Ich glaube, das gehört sich zwar nicht so, aber Julia ist ja extrem clever. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier so woanders durchgesteckt. Und jetzt ist es wieder fest. Aber jetzt kann ich es auch nicht mehr auseinanderziehen. Oh, ist das anstrengend. Ich mache doch keinen Kirmesstand auf. Hallo? Das sieht ja wohl mal richtig gut aus, oder? Das sieht perfekt aus. Ich mache jetzt noch ein paar weitere davon und dann frittieren wir den Bums und dann gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Okay, Leute, ich glaube, ich habe den Dreh raus. Ich habe es gerade einfach nur übertrieben, überkompliziert gemacht. Das ist das, wie es eigentlich aussehen soll. Es sieht gut aus. Hauptsache in der Sekunde, wo ich sage, es sieht gut aus, geht meine Konstruktion kaputt. Alles ist ready zum Frittieren. Das Öl wird gerade heiß. Ich mach mal so ein bisschen Potato da rein. Ah cool, es passiert nichts. Ich glaube, es ist noch nicht ready. Langsam fängt es hier an zu blubbern, deswegen werde ich die Teile jetzt einfach da reinpacken. In der Zwischenzeit habe ich übrigens noch ein viertes gemacht. Ich klatsche es jetzt einfach da rein. Das ist natürlich nicht genug Öl. Cool, aber egal. Ah, okay, ich glaube, mit zwei wird es schon eng. Dann wird das jetzt halt halbseitig frittiert. Okay, es sieht aus, als würde es funktionieren. Es dauert mir echt zu lange, alles mit den Kartoffeln. Das war gestern auch schon so. Ich bin whole as fuck. Es sind 20 Minuten vergangen, glaube ich. Und ich habe gerade die ersten zwei richtig krass gelungenen Teile hier rausgeholt und auch schon gewürzt und habe aber vergessen, auf Start zu drücken bei meiner Kamera. Deswegen machen wir das jetzt hier mit dem dritten Teil. Oha, das sieht sogar noch besser aus, Leute. Ich packe jetzt nur noch eins auf einmal rein, weil kein Bock auf diesen engen Konkurrenzkampf da drin. Und jetzt Salz drauf. Ich habe einfach die dümmste Paprikapackung ever. Ich muss es einfach so da drüber streuen, so auf gut Glück, weil ich nicht so einen Streuer habe. Weil ich mal wieder nur auf Aussehen geachtet habe und nicht auf Funktion. Ich werde jetzt einfach das Teil hier probieren. Das ist ein bisschen krüppel geworden, deswegen wird das als erstes vernichtet. Aber es ist trotzdem so sexy einfach. Lassen wir uns nicht von diesem extrem lauten Geräusch hier beirren, sondern let's go. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, Leute, das schmeckt einfach genauso wie auf der Kirmes. Das ist crispy und innen chewy. Es ist einfach geil.
Das schmeckt so gut, ich komme nicht klar, Leute. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Kauft euch dieses Ding und macht es auch. Oh Mann, das ist so lecker. Ich will alle aufessen. Ich mache jetzt noch mehr. Eigentlich wollte ich davon zwei meiner Schwester und meiner Mama abgeben. Aber ich glaube, ich esse die selbst. Sorry, Leute. Ihr hattet mal kurz die Chance auf richtig geile Spiralkartoffeln, aber das hat sich jetzt leider erledigt. Hi und willkommen zu einem kurzen Zwischenstopp aus meinem Hotelzimmer in Bayerischzell. Eigentlich findet das ganze Video ja bei mir zu Hause statt, aber ich habe gedacht, für Folgendes macht es absolut keinen Sinn. Ich werde das irgendwo testen, wo es sinnvoll ist. In diesem Hotelzimmer habe ich keine Küche, keinen Kühlschrank, gar nichts, weil es ist halt ein Hotelzimmer. Und da würde doch sowas hier extrem gut zum Einsatz kommen. Das hier ist ein Self-Heating Hotpot. Das ist überall auf TikTok. Ich sehe das andauernd, dass Leute das testen. Und ich wollte das unbedingt austesten. Ich habe keine vegetarische Version gefunden. Es ist jetzt ein Beef Hotpot. Aber ich dachte, ausnahmsweise mache ich eine Ausnahme, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte. Das ist jetzt im Spicy Flavor. Und das soll wirklich eine heiße Suppe werden. Aber man braucht keinen Kochtopf. Man braucht keinen Wasserkocher. Man braucht gar nichts, weil sich das angeblich komplett selbst aufheizt. Was ich übertrieben krass finde, weil das absurd klingt. Wie soll das sich selber aufheizen, würde man jetzt erstmal denken. Das kommt in so einer Box hier. Sehr nachhaltig auch alles. Ja, sehr nachhaltig auch alles. Und hier sind Nudeln drin. Cured Beef. Gucken, ob ich das mit rein tue überhaupt. Ah, hier ist sogar Besteck. Das ist sehr gut. Pickled Vegetables. Spicy Flavor Hot Pot Seasoning. Es war vielleicht auch ein bisschen dumm, dass ich die Spicy Version genommen habe, aber nun ja. Und das hier ist das, was im Endeffekt die ganze Magic machen wird. Das ist ein Heating Pad. Und ich kenne so Heating Pads eigentlich nur für so auf den Rücken machen, wenn man irgendwie Verspannungen hat oder so. Aber anscheinend gibt es das auch, um zu kochen. Was irgendwie ziemlich krass cool ist. Und wenn das funktioniert, dann wird es einfach mein Leben verändern. Und ich will diese Teile einzeln kaufen, weil dann könnte ich mir immer Nudeln kochen in Hotelzimmern, was ich sonst nicht tun kann. Das kommt jetzt hier rein. Eine Anleitung wäre irgendwie cool. Ah, da drin. Da ist eine Anleitung. So sieht es dann aus. Und jetzt sollen die ganzen Ingredients erstmal da reinkommen. Hier haben wir Nudeln. Ganz schön wenige Nudeln irgendwie. Pickled Vegetables. Riecht nach gar nichts. Oh, aber sieht auch sehr interessant aus. Ich glaube, ich werde dieses Beef einfach nicht da reintun. Will es ja eigentlich eh nicht essen. Da die Soße extra ist, ist es ganz praktisch. Ich dachte, das wäre irgendwie zusammen. Dann ist ja alles gut. Hier laufen Leute lang und hören mir, glaube ich, voll zu auf dem Gang. Hier kommt jetzt das Spicy Hot Pot Seasoning. Oh Gott. Ach du Scheiße, Leute, das sieht richtig spicy aus. Oh mein Gott. Scheiße. Das wird so spicy. Das riecht auch schon richtig scharf. So sieht es jetzt aus. Das war eigentlich alles, was ich da jetzt reintun muss. Und jetzt muss hier überall Wasser rein. Ich hole kurz Wasser, ich habe keins. Ich habe Wasser. In das Weiße muss jetzt Wasser rein. Bis zur Linie. Okay, das ist ziemlich hoch. Ich mache mal ein bisschen weniger rein. Und da außen muss jetzt auch Wasser rein, damit dieses Heating Pad, was da drunter liegt, sich irgendwie aktivieren kann. Wo zur Hölle ist denn diese Linie davon? Keine Ahnung, ich tue jetzt einfach Wasser da rein. Ich habe zu wenig Wasser. Scheiße. Bitte fang nicht an zu kochen, bevor ich irgendwas tue. Hallo. Warte auf mich. Ach du Scheiße. Okay, das fängt schon an zu kochen. Oh mein Gott. Scheiße, kann man das sehen? Was ich jetzt tun soll. Junge, geht das schnell. Das kocht einfach schon. Deckel muss jetzt drauf. Scheiße, ich muss es noch umrühren. So, Deckel drauf. Ach. 15 Minuten geschlossen halten. Okay, das ist irgendwie lang. Okay, Leute, 15 Minuten sind vergangen. Dieses Teil ist immer noch fett am Kochen. Ich glaube, man sieht es nicht, aber hier kommt voll Dampf raus. Und ich habe gerade gesehen, dass da noch Stäbchen bei waren. Ich werde das jetzt mal öffnen. Aua, das ist heiß. Au, ich bin so dumm. Es riecht schon mal gut, aber anders, als ich gedacht habe. Und hier sind die Nudeln. Was wahrscheinlich das Einzige sein wird, was mir schmecken wird. Hier war auch noch ein Löffel bei. Okay, das ist scharf und ölig vor allem. Oh mein Gott. Irgendwie ist das voll die geile Soße. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Sieht aus wie Kartoffel oder so. Oder Radish. Ich probiere es mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es schmeckt ein bisschen nach Kartoffel, aber ein bisschen zu fest. Ich glaube, es ist eine halbrohe Kartoffel. Also ganz ehrlich, es ist ultra ölig. Und scharf und heiß. Ist echt nicht einfach zu essen, Leute. Also es ist wirklich heiß geworden, das ist krass. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so gut funktioniert. Es schmeckt echt gut. Dafür, dass das so ein Instant-Ding ist. Alter, ich komme nicht klar darauf, ne? Ich glaube, ganz ehrlich, ich würde es mir nochmal holen. Ich glaube, wenn ich auf einem Festival wäre oder sowas oder in einem Hotelzimmer ohne Küche, dann ist es eigentlich ganz geil. Also man kann es schon machen. Ich habe gedacht, es wird ekliger. Ich probiere jetzt mal noch eine Lotusblüte. Wurzel, nicht Blüte. Nee, das mag ich nicht. Ich bleib bei den Nudeln. Die sind besser. Aber sonst ist es echt approved. Und so scharf ist es doch nicht. Okay, back to my Zimmer. Tschüss. Es geht jetzt an den Nachtisch. Leute, wenn das
funktioniert, ist das einfach eine Revolution. Das hier ist ein kabelloser Crepe Maker und der soll angeblich die dünnsten Crepes machen, die man auf dieser Welt nur so hinbekommen kann. Ich habe so einen normalen Crepe Maker, also dieses Teil hier, kennen wir wahrscheinlich alle. Dieses Teil hier ist angeblich so idiotenproof, dass selbst ich das hinkriege. Mir schaut schon ein wunderbarer Spatula entgegen, der sinnfrei ist, glaube ich. Hier haben wir den Teller, wo gleich unser Teig reinkommt. Denn das Krasse an diesem Teil hier ist, dass das hier die Oberfläche ist. Und wie man vielleicht sehen kann, ist die so ein bisschen gewölbt. Das heißt, man tut den Crepe-Tape nicht so da drauf, sondern man dippt das hier so rein. Und deswegen soll es so dünn werden. Das klingt erstmal idiotensicher, würde ich sagen. Aber wir gucken mal, ob es auch Julia sicher ist. Hier ist noch das andere Teil, weil das Ding hier ist nämlich kabellos einfach, wo ich mir auch schon die ganze Zeit gedacht habe, muss der Batterien reintun, aber nein, anscheinend lädt man das hier drauf auf oder so. Das kommt jetzt an den Strom. Das Ding ist, ich weiß nicht so ganz, ob, also wird es, ah, okay, es wird heiß, ja. Und zwar sehr schnell. Ich habe mir schon Crepe-Teig vorbereitet. Das kommt jetzt einmal hier rein. Lieber zu viel als zu wenig drin haben, glaube ich. Ich sollte mir vielleicht erstmal die Bedienungsanleitung anschauen. Die Kontrollleuchte geht aus, wenn die Backtemperatur erreicht ist. Das ist schon mal gut zu wissen, hätte ich nämlich jetzt nicht drauf geachtet. Es ist aus, deswegen, ich stülpe das jetzt einfach da rein. Glaube ich auch ein bisschen dumm, euch das jetzt von oben zu zeigen, weil man da ungefähr gar nichts erkennen kann. Ich sehe es, okay? Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Ich habe absolut nicht tief genug reingetaucht. Ich versuche das jetzt mal abzumachen. Ey, krass. Okay, das ist wirklich sehr, sehr dünn geworden. Aber soll man das jetzt überhaupt noch andersrum machen? Ich mach's einfach. Das Dumme ist, ich habe gar keinen Teller. Ja, muss der Tisch halt herhalten, ne? Das hier ist unser erster Crepe. Er ist sehr klein. Aber er ist auch sehr dünn. Er sieht aus wie ein Crepe. Ich wiederhole das jetzt einfach nochmal und versuche, alles da rein zu dippen. Das hat geklappt. Oh mein Gott, ist dieses Teil cool. Das ist so viel cooler als ein normaler Crepe-Maker, Leute. Allerdings ist es halt auch wesentlich kleiner, der Crepe, ne? Vor allen Dingen, dieses Teil hat einfach, ich glaube, 20 Euro gekostet oder so. Das ist echt nicht viel. Ich habe kein Öl daran gemacht. Das ist voll die heftige Anti-Haftbeschichtung. Die Hausmutti in mir liebt das hier gerade. Next one. Ey, das ist so cool. Und es geht so schnell. Hör einmal einen Crepe jetzt hier dran. Nur durch einmal dippen. Egal, wer das erfunden hat, ich liebe dich. Also, für deine Erfindung. Das beste Gerät, was jemals erfunden wurde. Okay, ich glaube, ich habe den Boden erreicht. Ja, das ist echt scheiße. Man muss halt viel Teig da drin haben, damit es nicht den Boden berührt. Was wichtig ist, weil es sehr heiß ist, das ist nicht so praktisch. Kann ja auch nicht alles perfekt sein, ne? Ich versuche das jetzt einfach mal hier so drauf zu schütten. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist. Vermutlich nicht. Ja, naja. Besser als den Teig zu verschwenden, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier natürlich Nutella zu meinen dünnsten Crepes der Welt, die wirklich richtig krass dünn sind, wenn ich sie anfasse. Ich falte das jetzt. Tada! Guck, wie süß! Ich werde den jetzt mal direkt so probieren. Ohne Spaß, Leute. Das schmeckt einfach perfekt. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Crepe gegessen. Probier mal. Ich probiere jetzt der Fairness halber noch einen ohne alles, auch wenn ich das nicht will eigentlich. Guck mal bitte, wie dünn der ist. Sieht man das? Der ist so dünn. Das ist einfach wie eine Hautschicht. Geil, oder? Es ist wie Papier. Und das ist sehr positiv. Ich schmeiß meinen alten Crepe-Maker sowas von weg. Hier steht jemand und wartet auf den nächsten. Habe ich das Gefühl. Ja. Ich habe mir ein neues Oberteil angezogen und ich werde jetzt was probieren. Wovor ich ein bisschen Angst habe, weil für mich als Basic-Europäerin, die nur Nudeln und Kartoffeln mag, nein, das war natürlich ein Spaß, ist das schon etwas sehr anderes. Ich glaube, ihr habt das bestimmt schon einige Male mittlerweile auch auf TikTok gesehen. Und zwar handelt es sich um das hier. Das sind 1000 Jahre alte Eier. Also eigentlich heißen sie nur so. Es sind Century Eggs. Und ich sehe so viele TikToks darüber, wie Leute diese Eier hier probieren. Das ist irgendwas aus dem asiatischen Raum. Ich folge super vielen Asiaten, die kochen. Deswegen sehe ich das öfters. Und ich sehe es auch öfters, wie Europäer diese Teile hier probieren. Und ich muss sagen, die sehen wirklich interessant aus. Das sind aber einfach nur Eier. Oh. Scheiße, ich sehe gerade, dass es konservierte Enteneier sind. Ich dachte irgendwie, dass es nicht so schlimm für mich werden wird, weil es sind halt nur Hühnereier, die fermentiert sind. Zwar komplett schwarz, aber okay, es sind Enteneier. Ich werde mich drauf einlassen. Ich habe sogar Maggi mitgebracht, weil Maggi ohne Ei ist Julia ohne Ei. Ich habe es vorsichtshalber mitgebracht. Ich werde es natürlich erst ohne probieren. Wer weiß, vielleicht schmeckt es gut. Keine Ahnung. Oh, es fühlt sich ganz komisch an. Es fühlt sich an wie Kreide. Oder wie ein Stein. Irgendwie ultra komisch. Ich werde das jetzt einmal mal öffnen. Oh, scheiße, jetzt habe ich es kaputt gemacht.
Ah, nee, doch nicht. Es ist nur die Hülle. Oh, okay, ich will das irgendwie nicht probieren. Nein, ich bin offen dagegenüber. Ich habe mir geschworen, dass ich mich nicht ekeln werde. Weil es ist für andere was ganz Normales. Für mich ist es trotzdem komisch. Diese Eier sind irgendwie sehr, sehr lange eingelegt. Natürlich nicht 1000 Jahre lang. Aber sonst sieht es von der Form her aus wie ein ganz normales Ei. Es ist zwar ein Entenei und kein Hühnerei, aber macht das einen Unterschied? Keine Ahnung, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, ein Entenei gesehen. Ist das überhaupt ein Entenei oder haben die es einfach nur falsch darauf geschrieben? Das ist auf jeden Fall ein schwarzes Ei. Es ist sehr Gelee-artig und ich muss sagen, es stinkt ein bisschen. Oder es riecht unangenehm. Mmh. Eigentlich riecht es nur nach Ei, aber es riecht so richtig intensiv nach Ei. 10-fach so stark. Puh, und ich schneide das jetzt mal auf. Boah, das lässt sich so komisch durchschneiden. Es ist wirklich, als wäre das ein Gummibärchen. Das ist so, wie ich es im Internet immer gesehen habe. Das ist komisch, Leute. Ich traue mich nicht, das zu essen. Es ist, glaube ich, ganz normal und super viele Menschen essen das. Es sieht einfach absolut verrückt aus. Das hat so eine Maserung da drin. Es riecht immer noch nach intensivem Ei. Okay, ich heule jetzt nicht rum. Ich probiere das jetzt. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich werde das jetzt auch probieren. Ich habe Angst. Ich beiße jetzt rein. Guten. Nee, ich schneide es ab, Leute. Sorry, ich kann nicht einfach reinbeißen. Das Stück hier werde ich jetzt essen. Chin, chin. Ha. Ich muss sagen, es schmeckt ganz anders als alles, was ich irgendwie kenne, weil es ist irgendwie wie Gummibärchen-Gelee, ein bisschen fester und geschmacklos und einem sehr weichen Eigelb, was aber irgendwie auch anders schmeckt. Also es schmeckt auf jeden Fall anders und ich glaube nicht, dass ich das mögen werde auf Dauer. Also dieses Gelee im Mund finde ich irgendwie eklig, aber ich mag das auch bei Gummibärchen nicht so gerne. Also mein Maggi kommt heute leider nicht zum Einsatz. Jetzt habe ich was anderes, was ich seit Monaten andauernd auf TikTok sehe. Super viele Leute probieren das und ich habe es mir jetzt bei Amazon bestellt, weil ich es nirgends anders gefunden habe. Das ist Natto. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Das sind... Ah nee, warte mal. Diese 1000 Jahre alten Eier waren gar nicht fermentiert. Das hier ist fermentiert. Die sind einfach nur eingelegt. Nevermind. Ich habe die ganze Zeit Scheiße gelabert. Das hier sind fermentierte Bohnen. Naturbelassene Sojabohnen. Fermentiert durch Bacillus subtilis Nattobakterien und Wasser. Das klingt auch interessant. Aber das soll ganz besonders schmecken und was ich ganz unangenehm finde irgendwie, ist, dass in dem Paket Wasser und ein Erfrischungszug bei war. Also was heißt unangenehm, aber das zeigt, dass das irgendwie ein bisschen intens zu essen sein wird. So sieht das aus und von hinten sieht es so aus. Ich werde das jetzt mal aufmachen. Und ich dachte eigentlich immer, das ist süß, aber ich glaube, es ist gar nicht süß. Es ist anscheinend sehr sticky. Nee, das riecht gar nicht süß. Also wirklich überhaupt nicht. Ich kann nicht sagen, wie es riecht. Ich bin richtig gut im Informationengräben gerade, ne? Ich sehe bei den ganzen Leuten bei TikTok immer, dass sie diese Bohnen erst so aufschäumen. Also die rühren die Bohnen erst um, weil die dann schaumig werden. Also das Klebrige hier drum wird schaumig. Kann man das erkennen, was hier gerade passiert? Es ist sehr, sehr sticky. Ich bin halt wirklich eigentlich so ein Gewöhnungsesser. Also neue Sachen, die für mich irgendwie fremd schmecken, finde ich meistens ganz, ganz eklig. Und ich kann mir vorstellen, dass das hierbei ähnlich sein wird. Genauso wie mit dem 1000 Jahre alten Ei. Aber ich werde es probieren. Das Ding ist, die ganzen Leute, die haben auch nie irgendwie Gewürze oder so dabei getan. Deswegen glaube ich, isst man das einfach so. Boah, das ist echt krass aus mit diesem Schleim. Es sind nur Bohnen, ein bisschen Bakterien und Wasser. Also was soll schon passieren, ne? Ich probiere das jetzt. Oh, das ist bitter. Und überall habe ich Fäden. Warum ist das bitter? Ist das normal oder ist das abgelaufen? 24. August 2022. Nee, ist das anscheinend noch in Ordnung. Das ist sehr bitter. Ich mag nicht so gerne bittere Sachen. Und ich habe jetzt ganz viel Schleim im Mund. Oh, nee, das mag ich nicht. Ich habe das Gefühl, dieser Schleim, der vermehrt sich im Mund. Das ist komisch. Hallo Leute, ich bin ein kleines Dummchen und ich habe kein Outro für dieses Video gemacht, deswegen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr noch bei meinen letzten beiden Videos vorbeischauen. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier kommt ihr zu unserem Podcast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!